Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und jetzt guckt mal an, was ich mir jetzt besorgt habe. Also ich muss echt sagen, da habe ich einen richtigen Fitsch gemacht. Habe ich ganz, ganz günstig bekommen. Rein zufällig habe ich mal geguckt bei eBay. Und dann war jemand gewesen, sehr netter Mann. Und da habe ich eine nagelneue, wirklich eine nagelneue. Die war noch original verpackt gewesen. Hier ist noch alles nagelneu eingepackt drin. Ich zeige euch das mal. Guckt mal, hier alles noch original eingepackt. Ja, die ganzen Ladekabel habe ich schon mal reingeguckt. Hier seht ihr, hier ist noch der Kleber drunter. Hier ist halt das Magnetdingen, was hier an dieser Osmo Action Kamera drankommt, hier unten. So, zack, sich schon fest, habt ihr gesehen. Mit dem Metallrahmen habe ich hier dabei gekriegt, der auch was kostet. Wie gesagt, also eine nagelneue Kamera, unbenutzt. Es war eine Osmo Action 3, aber wie gesagt, nagelneu. Der Kunde hat sich, also der Kunde, der Mann, der hat sich die dann gekauft. Und ja, hat die dann einfach gekauft und hat die nicht mehr benutzt, hat die da rumliegen gehabt und so, weiß nicht warum. Genau wie eine nagelneue Drohne mit Fernbedienung, die wurde auch nur gekauft und quasi auch nicht benutzt. Warum, weshalb, so, weiß ich nicht, ist alles noch original dabei gewesen, alles neu eingepackt gewesen. Also wie gesagt, da habe ich einen richtigen Fitsch gemacht und da habe ich mich auch gefreut. Ja, man muss auch mal Glück im Leben haben und zwar geht es dann darum, ich will ja auch Motovlog machen. Jetzt hatte ich ja immer so eine günstige Kamera gehabt und da hatte ich nie das richtige Mikrofon gehabt. Und jetzt habe ich da mal schon auf YouTube und so geguckt. Da sind ja viele Leute drin, die mit der Osmo Action 3 Kamera auch da zeigen mit dem Mikro. Und zwar habe ich da mal zum Ausprobieren genommen, habe ich mir hier seht ihr selbst, von Action mal so Kopfhörer gekauft. Hier so ein Headset, hier so Kopfhörer gekauft. Für 3 Euro nur mal zum Ausprobieren, weil dann will ich mir hinterher, wenn das auch funktioniert und so, dann auch natürlich was Vernünftigeres kaufen, was so, keine Ahnung, 20 Euro oder was kostet. Ich weiß nicht, was die Kopfhörer kosten von Samsung oder so. Ich muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hat er gesagt im Video, hier ist ein USB-C, einfach reinstecken in der Kamera und das nur das Mikro brauchen wir. Das heißt, einfach die Kopfhörer abschneiden. Ja, beide Kopfhörer einfach abschneiden, ne? Nur das Mikro brauchen wir, wie gesagt. Da habe ich das auch schon getestet, das funktioniert sogar richtig geil. Ja, wie gesagt, ich will halt da auch dann halt auch in Schwarz haben und nicht hier in Weiß. Das habe ich mir nur zum Testen gekauft, nicht, dass ich da so einen 20-Euro-Kopfhörer einfach da durchschneide und das funktioniert nicht. Ja, dann werde ich jetzt alles mal hier in den Helm mal so provisorisch alles mal verlegen. Dann werde ich das alles mal ausprobieren. Ja, und wenn das alles wirklich hundertprozentig hinhaut, auch mit der Stimme und dann, dass sich das alles gut anhört, das werde ich dann auch mal auf dem Computer dann drauf machen. Und ja, dann werde ich das mal testen, wie sich das vom Ton alles anhört, ob das jetzt übersteuert oder ob das alles im Rahmen ist und so. Und wie gesagt, wenn das dann alles super ist, so wie ich mir das vorstelle, wo man mich auch verstehen kann, ohne Rauschen und so, hole ich mir ein teurere Mikrofon und dann mache ich das vernünftig da rein. Ja, das probiere ich jetzt erstmal aus, dann verlege ich jetzt erstmal im Handy, tue ich das jetzt erstmal rein verlegen, die Kamera dran machen und wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das alles da eingebaut habe. Aber wie gesagt, guck mal, richtig geile Drohne, alles nagelneu mit vielen Sachen dabei. Sogar die Fernbedienung ist dabei. Also ich bin richtig froh und glücklich. Die muss ich mir, habe ich schon alles aufgeladen. Die werde ich dann nachher erstmal alles da installieren und dann werde ich die mal Probe fliegen lassen. Also die Drohne, die verfolgt einen auch und so. Oh, richtig cool, ne? Ja, wie gesagt, also die Kamera, die ist auch mega geil. Also da, weil ich mir schon da angeguckt habe und so, die macht auch super Bildstabilisation hat die drinne. Super Videos macht die. Also für meine Zwecke reicht das vollkommen, ne? Also es reicht. Also für den Fitch, für den Preis, was ich da bezahlt habe, da kann man überhaupt nicht meckern. Da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. Okay, dann baue ich das jetzt alles ein im Helm und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal hier an der Seite rein verlegt, weil ich kann hier vorne irgendwie, kann ich das irgendwie nicht festmachen oder will ich jetzt erstmal auch nicht festmachen. Ich probiere erstmal aus, ob das hier so an der Seite funktioniert. Wie gesagt, da klicke ich dann einfach so zu, zack. Das Kabel liegt jetzt hier. Jetzt drehe ich den Helm um, mache ich jetzt mal. Ja, dann habe ich den Halter habe ich schon dran gemacht. Mache jetzt mal die Kamera dran. Also, so sieht das jetzt aus. Einfach USB-C-Kabel hier rein im Anschluss hier. Zack. Dann habe ich das jetzt hier einmal provisorisch hier im Helm einmal rein verlegt. Und jetzt teste ich das mal, ob das funktioniert. Ja, wenn er klappen würde, wäre natürlich geil, ne? So, Freunde, ich zeige das jetzt mal. Also, ich hatte das jetzt hier an der Seite reingemacht gehabt. Das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Jetzt habe ich das mal hier vorne rein, ich weiß nicht, ob man das so sieht, ein bisschen mit so, so Watte habe ich jetzt mal da so reingestopft, so als Schutz, weil dann den Mikroschutz, den habe ich in der Dings, in der Garage irgendwo und dann habe ich da jetzt mit Panzerband mal einfach hier vorne vom Mund vorgeklebt. So, und jetzt zeige ich euch das mal,
wie sich das anhört. Also ich bin quasi nur einmal am Helm zu, im Garten gegangen, habe mal gesprochen und wieder reingekommen und dann gucken wir uns mal an, wie die Tonqualität ist. Also wie gesagt, das Action-Mikrofon hier 3 Euro, also für den Ton her, wenn das so beim Fahren ist, super. So Freunde, jetzt hört euch den Ton mal an. Hallo Freunde, ich teste jetzt mal mein Mikro. Und zwar, wie gesagt, ich habe jetzt mir eine neue Action Osmo 3 gekauft und teste mal so ein Billigmikro von Action. Und da bin ich mal jetzt gespannt, wie sich das jetzt so anhört. Ist auch ein bisschen windig draußen. Ja, gucken wir mal, wie die Kamera so ist. Ich drehe mich mal langsam. So, jetzt gehe ich mal wieder rein und dann gucke ich mal, wie das Video ist. Also ich rede jetzt ganz normal, ich würde jetzt mit euch jetzt beim Fahren auch so reden. Ja, schauen wir mal, wie das ist. Also ich sag mal, im Groben und Ganzen ist das gar nicht so schlecht. Nur halt, wie gesagt, ich habe jetzt hier so Watte einfach mal reingesteckt. Und das ist jetzt hier direkt unter der Nase, das kitzelt auch so ein bisschen. Und man hört, sag ich mal, diese Atemgeräusche hört man so ein bisschen. Nur wie gesagt, ich habe das Mikro direkt hier vorne hingemacht, direkt vor dem Mund direkt quasi. Da muss ich gucken, dass ich das irgendwie umdrehe, irgendwie anders mache. Dann kommt, wie gesagt, ein anderer Windschutz dann drauf und so. Und da muss ich ein bisschen vernünftiger machen. Aber ich sag mal so, für 3 Euro Mikro. Also kann man überhaupt nie meckern und das hört sich eigentlich gut an. Ja, okay, Freunde, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Also ich bin ja dabei, das erstmal alles zu testen, dass ich mal auch so Motovlog machen kann, weil das hat ja eine ganze Zeit lang nicht geklappt. Mit so einer Billigkamera habe ich ja nur gehabt und das Mikro ging ja gar nicht. So, und jetzt habe ich mir mal hier ein paar Sachen zugelegt. Wie gesagt, ich bin jetzt am Austesten und ja, probieren geht über Studieren. Das wollte ich euch mal gesagt haben, dass ich da bald auch so Motovlogs mache, wo ich euch unterhalte, weil wie gesagt, meine Harley ist jetzt 8 Wochen, warte ich jetzt drauf. Und passiert immer noch nichts. Ich weiß nicht, was die da machen. Da kann ich so schwer sein, eine vorverlegte Fußrastenanlage dran zu schrauben. Ne, wie gesagt, der Rest ist schon alles fertig. Kotzt mich auch so langsam an, weil, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil das Wetter wird ja auch immer schlimmer und kälter als statt besser. Und ich will die auch nicht unterm Weihnachtsbaum haben, die Harley. Ich will die ja jetzt noch im Oktober abholen, wenn ich jetzt vielleicht noch einen schönen Tag habe, wo es nicht so regnet und so. Und wie gesagt, dann würde ich auch gerne mal mein Moped da schön filmen und alles und auch mit euch dann hier Fahrbericht machen, weil wie gesagt, ich bin wirklich in meinem Leben noch nie auf eine Harley gefahren. Ich habe die Harley nicht Probe gefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehlkauf war oder ob das kein Fehlkauf war. Wie gesagt, ich wollte die allererste Harley-Fahrt mit meiner eigenen Harley machen. Deswegen bin ich auch extra keine Probefahrt gemacht. Draufgesetzt habe ich mich schon auf ein paar Harley, ist keine Frage. Aber ich bin wirklich noch nie eine Harley gefahren. Und das erste Mal habe ich mir jetzt aufgehoben mit meiner eigenen Harley. Das erste Mal Harley zu fahren und wie gesagt, dann will ich euch natürlich mit der Actioncam mitnehmen und mit dem Mikrofon und dann will ich euch natürlich auch berichten, wie das halt vom Fahrgefühl ist, wie das mit dem Auspuff ist und wie die sich auch allgemein anfühlt und wie gesagt, da freue ich mich auch schon riesig drauf, deswegen sitze ich auch schon auf heiße Kohlen. Ja, das wollte ich euch mal gesagt haben. Okay, Freunde, ich sag mal so, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, Daumen nach oben, bis dann, euer Bowerman. Ciao.